Genau da müssen wir hin. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Ich habe heute vor, den Olympiaturm zu besuchen. Zumindest den unteren Teil. Also ich werde nicht rauffahren. Für mein Projekt, meine Idee, ein bisschen recherchieren. Ich hatte vor, gestern ein Video zu machen, aber es kamen traurige Nachrichten rein. Und zwar ist Rackful, aka Byron, gestern gestorben, hat sich das Leben genommen. War so ein Internet-Urgestein, Twitch-Urgestein. Es gibt eine sehr, sehr gute Doku über ihn, die hatte ich mir sogar vor einer Weile mal angeschaut. Sehr schade, ich habe ihn auch schon sehr lange verfolgt. Als ich mit Hearthstone angefangen habe, war er auch einer der ersten, die sogar, glaube ich, in der geschlossenen Alpha oder zumindest in der Beta waren. Man kann auch irgendwie sagen, dass er Twitch Donations erfunden hat. Wie gesagt, check die Doku ab. Ich werde sie hoffentlich verlinken ohne Videobeschreibung. Und er war irgendwie einer der ersten, der auf die Idee kam, sein PayPal mit Twitch und mit dem Stream zu verbinden. Also er hatte auf jeden Fall schon eine große Wirkung auf die ganze Community. Unge hat gestern auch sogar, das hat ihn sehr hart mitgenommen, geweint im Stream und den Stream dann abgesagt. Deswegen, also schon sehr, sehr traurig. So, am Olympiaturm angekommen. Hab mich schon mal umgeschaut. Auf jeden Fall wollte ich noch über ein Thema gehen, falls euch das was sagt. Catalan Explorers. Dazu gab es jetzt ein paar Neuigkeiten. Es ist das sogar schon vierte Spiel von Niantic. Es wurde, glaube ich, schon vor einem Jahr so angeteasert, aber jetzt kamen ein paar Neuigkeiten dazu. Alter, schon krass, das vierte Spiel. Ingress, Pogo, Harry Potter und jetzt das da. Ist ein bekanntes Brettspiel, glaube ich. Irgendwie so Brett-Tabletop-Spiel. Kenne ich nicht. Deswegen kann ich echt nicht beurteilen, wie groß das ist, wie groß die Fangemeinde ist. Ob es halt echt so Dungeons & Dragons mäßig so richtig, richtig Kult ist oder nur so eine kleine Fanbase hat. Aber ja, auf jeden Fall, viele fragen mich immer, yo, jetzt, wo du so viel Zeit hast, hast du Bock, irgendwie andere Spiele zu spielen, dies, das? Zum Beispiel Duel Links. Wer es nicht weiß, obwohl ich das gefühlt in jeder Folge sage, ich habe mal Yu-Gi-Oh! Gespielt mit meinen Freunden. Und Duel Links ist die Mini-Version als App-Spiel von Yu-Gi-Oh! Hatte ich mir sogar echt mal überlegt. Ich hatte überlegt, ein Yu-Gi-Oh! Nicht Yu-Gi-Oh! Ich hatte einen Yu-Gi-Oh! Channel, ein Duel Links-Channel zu machen. Aber am Ende des Tages, wir haben mit Yu-Gi-Oh! Aufgehört. Wieso sollen wir dann die Mini-Version von dem Spiel zocken, von dem wir aufgehört haben? Deswegen, nee, das hat sich nie ergeben. Aber ja, tatsächlich habe ich jetzt eine Menge Zeit. Und ich könnte ein anderes Spiel spielen. Ich könnte irgendein Go-Spiel spielen. Deswegen reden wir heute drüber. Es gibt so viele Sachen. Ich habe ja schon, als Draconis Go rauskam, habe ich das probiert. Kam nicht gut an. Also das Spiel an sich, die Videos, relativ egal, weil ich habe nicht so viel davon gemacht. Das Spiel war echt kompliziert, zu kompliziert dafür, dass es halt so ein Handyspiel sein soll und einfach nur kurz rausgehen, chillen und dies, das. Dafür war es, hat es zu viele Sachen. Es hat versucht, ein komplexes Pokémon Go zu sein. Und das hat, glaube ich, viele abgeschreckt und mich auch, weil es war einfach zu viel. Zu viele Sachen, die man machen konnte, dies, das, boah. Hat mir nicht getaugt. Jurassic World Alive habe ich gezockt, falls ihr euch noch erinnern könnt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann wurde es auch immer nur dasselbe. Und ich glaube, das ist das Problem. Dieses Fangen und Sammeln und Rausgehen ist irgendwie ausgelutscht. Egal, welches Thema jetzt, welche... Und wie nennt man das? Ihr wisst schon, ob es jetzt Pokémon ist oder Harry Potter oder so. Ist egal, weil das Grundprinzip, glaube ich, einfach ausgelutscht ist. Deswegen taugt mir ja Pokémon Go nicht mehr. Weil es halt immer dasselbe, egal ob jetzt neue Pokémon rauskommen, neue Gens oder so, es ist vom Grundprinzip her immer dasselbe, deswegen mal schauen, ob Catalan Explorers da irgendwie anders ist. Ingress habe ich nie angefangen, ich habe es mal versucht, aber es hat mir einfach nicht getaugt. In Japan soll es was Neues geben bezüglich Dragon Quest Go und das soll sehr, 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 sehr beliebt dort sein. Falls es mal hier irgendwie nach München kommt, nach Deutschland kommt, nach Europa, kann man es vielleicht antesten. Minecraft Earth kam auch vor kurzem raus. Also es hatte so null Hype, obwohl Minecraft eigentlich schon eine starke Marke ist, aber so wirklich null Hype. Ich kenne keinen einzigen, der das spielt. Harry Potter, wie gesagt, das hatte jetzt vor kurzem sein einjähriges Jubiläum. Am Anfang war es sehr, sehr, sehr gehypt, aber mittlerweile zockt es auch kaum noch einer. Ich meine, immer noch genug Leute wahrscheinlich. Die Community ist halt auf den harten Kern geschrumpft, aber der harte Kern ist halt besonders hart wahrscheinlich. Von den Leuten, die am Anfang gezockt haben und meinen Kollegen, sind, glaube ich, auch nicht mehr viele üblich, also zwei, drei Leute und das war's. Hype war am Anfang richtig groß, auch ihr bei euch, so, boah, Hong, zockst du Harry Potter Go, was wirst du nehmen für ein Haus und so, nicht, dass ihr wart richtig gehypt und dann, es war halt so richtig, der Hype hat sich aufgebaut und dann direkt, tschu. Aber am Ende des Tages verdient Niantic damit wahrscheinlich immer noch sehr, sehr viel Geld. Deswegen hauen die wahrscheinlich noch ein Spiel raus und noch ein Spiel und noch ein Spiel und
Ich denke, in der Zukunft werden noch viele weitere dieser Spiele kommen. Ob ich aber jemals wieder ein Go-Spiel zocken werde? Ich meine, ich werde bestimmt ein paar von diesen Go-Spielen antesten, was auch immer da kommen wird. Vielleicht kommt da ja irgendwann mal irgendwie was Anime-mäßiges raus. Wie gesagt, Dragon Quest klingt auch sehr interessant, wenn es so richtig gut ankommt in Japan. Wieso nicht auch bei uns? Aber vorerst habe ich kein Interesse daran. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht hier irgendwie anfangen, Harry Potter zu zocken oder sowas. Aber gerne eure Meinung in die Kommentare. Gäbe es irgendein Go-Spiel, was euch so richtig interessieren würde? Was könnten die anders machen, dass es wieder interessant wird? Weil das Prinzip ist schon hart ausgelutscht. Bei einem Besuch am Olympiaturm darf das natürlich nicht fehlen. Das Olympiadorf mit den ganzen Wandmalereien. Das ist eigentlich ein Pokestop-Himmel. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist natürlich, es gab auch Ghostbusters Go und Walking Dead Go. Also es gab so viele Go-Spiele schon. Und nichts hat davon überzeugt. Seit Pokémon Go nicht wirklich. Ich habe gerade gesehen, der Kollege Noah hat dazu natürlich auch einen Artikel gemacht. Noah ist immer am Start. Ich wollte ja ein Interview mit ihm machen. Ich bin auch endlich mit ihm Glücksfreunde geworden, aber jetzt ist es ein bisschen zu spät. Und er hat auch darüber berichtet. Können wir uns gerne kurz mal anschauen. Vielleicht kommt das Interview auch noch, weil es halt immer noch interessant. Ein Schreiber, ein Texter für mein MMO. Da so die Hintergrundinformationen, wie ist er dazu gekommen. Könnt ihr ja gerne unten in die Kommentare schreiben, ob euch sowas immer noch interessiert. Ob er dafür bezahlt wird, wie viel Geld er bekommt. All diese interessanten, saftigen Fragen. Niantic, die Macher von Pogo, bringen ihr nächstes Spiel auf den Markt. Diesmal geht es sich um das beliebte Gesellschaftsspiel, die Siedler von Catan. Catan heißt es nicht. Ich habe es irgendwie vorhin anders genannt. Catalan oder so. Und man kann es auch schon testen, zumindest das Tutorial, die Einleitung. Genau wie damals Harry Potter Go konnte man auch die APK runterladen. Verlinke ich euch mal und dann könnt ihr das testen. Grundprinzip von Die Siedler. Oder? Die Siedler, nicht Die Siedler von Catan. Die Siedler, das Spiel sagt mir was. Also das ist, glaube ich, schon recht bekannt. Bleibt erhalten, allerdings wird es von Niantic so angepasst, dass ihr überall auf der Welt online spielen könnt. Genau, APK. Was kann man bereits spielen? Was genau muss man im Spiel machen? Das interessiert uns. In Siedler. Nee, das heißt echt Siedler. Oder? Weil sonst hat er es zweimal falsch geschrieben. Heißt es Siedler oder Siedler? Von Catan müsst ihr die Straße und Siedlungen aus dem Boden stampfen, um euch ein kleines Imperium aufzubauen. Das funktioniert aber nur durch Rohstoffe, die ihr verdienen oder tauschen könnt. Im Spiel von Niantic erhaltet ihr diese Rohstoffe von euren Sehenswürdigkeiten, Point of Interest. Es soll aber auch seltene Ressourcen geben, die ihr dann untereinander tauschen könnt, okay? Ihr interagiert im Team, für das ihr euch entschieden habt. Zusammen könnt ihr dann eure Siedlungen erweitern und euch auf globaler und lokaler Ebene mit den anderen Teams messen. Also so Ingress-mäßig. Da geht es ja auch darum, dass zwei Teams gegeneinander antreten die ganze Zeit. Okay, so viel mehr Informationen gab es gar nicht. Und dann hat er hier noch einen alten Artikel verlinkt. Aber das ist schon älter, wo er die Top 5 Go-Alternativen vorschlägt. Aber da sind wir schon alle durchgegangen. Ghostbusters Go, Walking Dead Go. Und der Artikel ist so alt, da gab es halt noch keinen. Da ist Harry Potter erst neu rausgekommen und Minecraft Earth noch gar nicht. Aber die, wie gesagt, die sind wir schon mal durchgegangen. Ja, habt ihr Interesse an dem anderen Go-Spiel? Seid ihr für sowas offen? Ich meine, für Harry Potter wart ihr offen, aber das ist irgendwie gefloppt. Für Jurassic World wart ihr nicht offen, für Draconis Go wart ihr nicht offen. Und die anderen Sachen waren so irrelevant. Von den meisten habt ihr nicht mal was gehört. Ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Folgt mir gerne auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Checkt die Videos ab. Immer liken, subscriben, kommentieren. Vergesst nicht. Serious Business.